Was aber auch interessant ist, und da werde ich, ich sag nur eine Fußnote, bei diesem Bau vom Tempel Salomos, ja, ihr werdet jetzt bestimmt sagen, Furkan, du erzählst so viele Details, ihr werdet in dem kommenden Unterricht sehen, was alles hiermit gemacht wird. Das ist nicht einfach, Suleiman hat einen Tempel gebaut und gut ist. Was ist denn diese Macht, die ihm danach keinen gegeben würde? Was sind diese Mächte? Sowohl die weiße Magie als auch die schwarze Magie. Sihr ist schwarze Magie, Rukia ist weiße Magie. Woher kommt das? Und bei diesem Bau von Masjid al-Aqsa gab es einen sehr wichtigen Baumeister. Und dieser Baumeister hieß, wer kennt den Namen? Wer kennt den Namen? Ein wichtiger Baumeister bei der Bau von Masjid al-Aqsa. Paitacht-Filme, heute kommt Hiram. Hiram ist ein sehr wichtiger Baumeister gewesen. Sein Name war Hiram Abif. Das war der Chef der Baumeisters gewesen. Und Achtung, nach einer Allegorie der Freimaurer, der Architekt des Tempels von König Salomo in Jerusalem. Hiram Abif wird von den Freimaurern, Freimaurer, Maurer kommt von Maurern. Wer mauert, was mauern die denn? Die Maurer. Was mauern denn die Freimaurer? Mason. Den Tempel von Suleiman a.s. Das sind die Baumeister. Die Freimaurer sind die Baumeister von. Und was heißt Mason? Wand. Masonik, Wand. Also merkt ihr was? Ich möchte auf was hinaus. Ich öffne jetzt, inshallah, langsam die Dings. Und die Freimaurer nannten Hiram Dul Kadının Çocuğu, der Sohn der Witwe. Deswegen begrüßen sich die Freimaurer heute mit den der Sohn der Witwe, Dul Kadının Çocuğu. Wenn sie sagen, Selam Dul Kadının Çocuğu, gegrüßt seiest du, der Sohn der Witwe, dann heißt es eine Begrüßung der Freimaurer. Das als Nebeninformation. Und wie gesagt, nicht nur die Dämonen, wir sehen auch, dass er die Tiere beherrschte. Er verstand die Sprache der Tiere. Das ist sehr wichtig. Eines Tages marschierte er mit seiner Armee durch ein Tal. Und da sagt der Koran zu uns, als sie dann zum Ameisental kamen, sagte eine Ameise, O ihr Ameisen, geht in eure Wohnungen hinein, damit ja nicht Salomo und seine Herrscharen euch zerbrechen, ohne dass sie es merken. Als Salomo gehört, pass auf, die Ameise sagt zu den anderen Ameisen, Achtung, geht zurück, die Armee von Salomo kommt, geht weg, nicht dass sie euch zerbrechen. Und er benutzt das Wort der Koran, zerbrechen. Manche Bücher, also manche Meal, sagen zerquetschen, da kommt nicht zerquetschen vor, weil man zerquetscht keine Ameise, man zerbricht eine Ameise, da kommt zerbrechen vor. Und als Salomon das Gespräch kommt, er bekommt das Gespräch von der Ameise mit. Wer weiß, wie viele Kilometer er entfernt war. Er bekommt das mit, freute er sich und bedankte sich folgendermaßen bei Allah. Er freute sich und sagte, der Koran, da lächelte er erheitert über ihre Worte. Er grinste Jane zu der Ameise und sagte, mein Herr, veranlasse mich für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, also David, und rechtschaffen zu handeln, guck mal, die Gerechtigkeit der Armee, womit du zufrieden bist, und lasse mich durch deine Barmherzigkeit eingehen in die Reihen deiner rechtschaffenden Diener, sagt der edle Koran. Denn er wusste, dass diese Macht, was denn? Er wusste, dass diese Macht und diese Kraft einzig und allein nur von Allah kam. Und das ist bei mir sehr wichtig bei dem Geschichte Salomo. Wir sehen bei Salomo bestimmte Mächte, bestimmte Kräfte, bestimmte Geschöpfe, aber alles ist ein Finger. Wir gucken nicht auf den Finger, wenn er zeigt, wir gucken auf den Mond. Wenn der Finger auf den Mond zeigt, gucken wir auf den Mond, nicht auf den Finger. Dieses Beispiel gebe ich provokativ immer sehr, sehr oft, weil bei solchen Geschichten sagen dann einige, oh, die Heiligkeit des Tempels, die Heiligkeit von hier, die Heiligkeit von da. Heiligkeit ist einzig und allein von Allah. Und wir sehen bei Salomo, dass immer, wenn die Wunder geschahen, er immer cool geblieben ist und diese Macht und Kraft einzig und bei Allah gesehen hat. Was sagen wir dazu? Eins der wichtigsten Gebete unseres Propheten. Was ist das? La hawla wa la quwwata illa billah. Die Kraft und die Macht ist einzig und allein von Allah.